Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind wieder bei The Last of Us. Hier haben wir das letzte Mal geendet hinter diesem schönen Auto. Und ja, da hinten ist unsere Brücke, da müssen wir anscheinend hin. Können wir vielleicht erst nochmal hier hinten ein bisschen rumgucken. Wo kamen wir nochmal her? Irgendwo von oben, ne? Ach genau, da hinten aus dem Gang, glaube ich. Deswegen gucken wir vielleicht erst nochmal so ein bisschen hier rum. Ob da nicht vielleicht doch noch was rumliegt. Ganz genau. So, was haben wir hier noch? Tape. Ja gut, dann machen wir mal irgendwas aus Tape. Tape. Okay, Tape brauchen wir anscheinend nur. Ja, für Messer können wir aber jetzt nicht herstellen. Deswegen werde ich mir nochmal so ein Ding machen. So, jetzt müsste das mit dem Tape wieder gehen. Ja, sehr schön. So, hier hinten ist nichts mehr. Hier glaube ich genauso. Na, da war noch irgendwas. Genau. Noch ein paar Schräubchen. Ja, die hätte ich jetzt fast übersehen. Aber die haben wir jetzt auch noch. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Gut, dann können wir ein bisschen weiter nach vorne gehen jetzt. Auf der rechten Seite sieht es mir auch leer aus. Hier Polizeiauto. So, was haben wir hier noch? Ein X an der Türe. Apartments, okay, alles klar. Ja, gehen wir doch mal da rein. Ah, machen wir. Dafür haben wir ja so viele Messer. Na bitte. Na, da ist jetzt bestimmt. Ich hoffe mal ein bisschen Munition drin, ne? Weil ich glaube, gerade Munition könnten wir mal gebrauchen. Brief von Mutter. Okay. Mein Sohn, mein kleiner Junge, ich habe ihn heute begraben. Was hat er getan? Sich Protesten angeschlossen? Jetzt nennen sie ihn Verräter. Gut, ich zeige ihnen, was ein Verräter ist. Ich gehöre jetzt zu ihnen, zu den Rebellen, den Aufständischen. Sie haben mir eine Pistole, ein paar Kugeln und einen Auftrag gegeben. Ich werde sterben, aber sie auch. Wie viele Väter und Mütter wie mich gibt es da draußen? Ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Stadt fällt. Schlagen wir den ersten Stein heraus. Na, nochmal hoch. Nochmal lesen. Eva. Oder der Ever. Ja, diese Sicht der Dinge nützt niemanden. Tja. Hast du recht. Ja, ich sollte vielleicht mal mit dem Bogen schießen. Wir finden jetzt irgendwie die ganze Zeit Pfeile. Aber die können wir natürlich nicht verwenden. Weil ich leider nie den Bogen benutze. So, Alter. Ich glaube, da gab es jetzt 50 Schrauben nochmal. Ist natürlich richtig ordentlich. Oder Muttern. Ja, hier Lumpen. Da machen wir uns dann halt nochmal schnell irgendwas. Messer, genau. Wir haben ja eben gerade ein Messer benutzt. Sehr schön. Dann können wir. Ach, scheiße. Lumpen ist ja gar nicht Messer. Dann machen wir uns ein Medikit noch. So. Dann können wir Lumpen mitnehmen. Gut, fürs Gewehr können wir nichts mehr mitnehmen. Da haben wir volle Munition. Aber ansonsten war's das hier. Und dann können wir uns jetzt mal auf die Reise machen. Haben wir jetzt wieder alles voll getankt, was das Material betrifft. Ich würde sagen. Ach, hier sind die anderen ja reingegangen, ne? Was? Wenn du mir rumhelfst, kann ich das Bett bewegen. Ich hätte da vielleicht gerade mal nicht reinspringen sollen, weil er gerade angefangen hat zu reden. Aber was für ein Bett? Und wo ist die Kleine eigentlich? Ach, da. Okay. Ach, stimmt, die kann ja wieder nicht schwimmen. Okay, dann muss ich mal gucken, ob hier vielleicht ein Bett ist. Was hier, hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Ah, da hinten. Okay, dann hole ich mal so ein Ding von diesen Floßdingern. Warte hier. Mal sehen, wo das hinführt. Mal sehen, wo das hinführt. Erstmal holen wir das Ding hier. Oh oh. Okay, die haben uns aber nicht gesehen. Okay, anscheinend haben sie uns doch gesehen. Oh, was ist denn jetzt los? Schießen die auf die Kleine? Ich habe nur irgendwelche Schüsse gehört. Jetzt höre ich irgendwas im Wasser. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Wir gehen durchs Hotel, alles klar. Steigst du jetzt drauf? Bitte? Ah, und dann muss ich dir das genau hier punktgenau vorne dran schieben.
Ja, danke dir. Schätzelein. So, jetzt schiebe ich das kleine Mädel mal hier rüber. Na. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen orientieren, aber ich kann nicht richtig rumgucken. Beziehungsweise ich kann überhaupt nicht rumgucken. So, kommst du jetzt da hoch? Das wäre ganz cool. Yep, scheint zu klappen. Na? Leg das Brett so hin wie die. Leg das Brett so hin wie die. Und dann? Wie war denn das Brett vorher? Ich weiß es gar nicht mehr. Einfach nur über die Grube drüber, oder? Okay. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Irgendwie. Das muss doch klappen, oder? Okay, anscheinend nicht. Die Kleine hat es da auch hinbekommen, oder bist du zu fett, Digga? Muss mal überlegen. Nee. Aber ich glaube, das mit... Ich glaube, es geht auch nicht so, dass ich auf das Brett gehe, oder? Ich mache das jetzt nochmal gerade davor. Nee, da rutscht man sofort runter. Ich schwimme erstmal hier rein. Ah, okay. Upp. Da ist er gleich wieder abgekluckert hier. Ah, ich glaube, hier kommen wir dann hoch. Müsste so funktionieren. Da gehe ich jetzt erstmal hier hoch oder schwimme ich da erst nochmal weiter? Das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Ja. Warst du früher auch im Café? Ja. Ja, andauernd. Andauernd. Was hast du bestellt? Nur Kaffee. Oh. Er war ein Alki. So, da ist noch ein Lumpen. Ja, komm, stellen wir mal wieder was her mit Lumpen. Aber was? Ich würde sagen, dann nehmen wir hier noch einen Molotow-Cocktail. So, und dann nehmen wir uns noch einen Lumpen mit. Aber an... Wow. Ah, mach das Ding aus der Hand. Brauchen wir jetzt nicht, Kollege. So. Erstmal schön nachgeladen. Hier ist nichts mehr. Ja, ich würde sagen, ich schwimme jetzt erst nochmal da durch, oder? Ist voll. Ich würde sagen, ich schwimme jetzt erst nochmal nach da hinten, bevor ich zu ihr rübergehe. Genau, da können wir bestimmt noch irgendwas mitnehmen hier. Und das wollen wir natürlich nicht hier rumliegen lassen. Wenn hier irgendwas ist. Yeah, da ist schon wieder diese Klickersporen. Glaube ich, sieht so aus. Okay, hier oben hätten wir noch voll. Mal wieder ein Fläschchen. Es sind schon wieder zu viele Flaschen hier. Ich hoffe mal keine Klicker. Aber hier liegt nochmal schön was rum. Sehr schön. Können wir alles gebrauchen. Perfekt. Hier auch noch was. Und da auch noch was. Und ein Messer kann ich keins mehr nehmen. Ah, das ist schade. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht wegschmeißen. Verstecknotiz. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regale-Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Ja, das haben wir schon mitbekommen. So, hier können wir noch runterspringen. Aber wir können auch noch eine Etage höher. Das werden wir jetzt auch nochmal machen. Weil vielleicht liegt da ja noch mehr. Nee, noch höher kommen wir nicht. Das ist dann hier das Ende. Alles klar, ja gut, dann haben wir eigentlich alles mitgenommen. Dann können wir jetzt eigentlich da runter. Hopp. Da ist ja schon die Kleine. Ich komme jetzt zu dir rüber. So. Dann hopp. Sehr schön machst du das, mein Freund. Na, duck dich. Dann gucken wir mal, was da drüben so abgeht. Im Hotel. Glaubst du, die Hunter sind weg? Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ah, hier ist auch alles überschwemmt. Ah, hier liegen mir irgendwie zu viele Backsteine und Flaschen rum. Alles klar, Ellie, komm runter. Boah. Edel, waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war. Scheiße war, meine ich. Ja. Nein. Nein. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Das war bestimmt schön. Ja, das Hotel war sicherlich mal schön. So, da kommen wir nicht rein. Also wir müssen, sollen irgendwo hoch. Mal sehen, was wir finden.
Genau. Müssen wir erstmal gucken, was wir finden. Erstmal hier alles so ein bisschen abgehen. Hier noch ein paar Stifte. Nonneschere, Schießpulver. Hier hinten drinne vielleicht auch noch was. Yep. Lumpen, Alkohol. Kombination erforderlich. Ach so. Was soll das denn? Du bist echt eine Marke. Sie ist echt eine Marke. Okay, für den Safe brauchen wir eine Kombination. Vielleicht finden wir die ja noch irgendwo hier. Oder ich habe sie eigentlich schon und weiß es nur nicht. Okay, wir müssen also hoch, aber hier kommen wir halt nicht durch, weil hier alles zu ist. Alles klar, so viel habe ich schon mal gerafft. Nee, scheint nichts hier in der Nähe zu sein. Gucken wir mal, was hier so alles rumliegt. Ah, was ist hier? Ich vermisse. Achso. Das glaube ich dir. Hier liegt noch ein bisschen Alk, ein bisschen Pop. Ne, was war denn das? Keine Ahnung. So, hier muss irgendwas rumliegen. Wahrscheinlich ein Brett oder sowas. Ah, hier, Leiter. Ja, klettern wir mal hoch, oder? Bevor wir die hier wegnehmen. Hier hinten ist eine Leiter. Echt? Ich bin gerade hochgeklettert, Kleine. Hä? Okay, hier können wir auf jeden Fall nicht weiter. Nee, dann müssen wir die Leiter mitnehmen. Oder können wir uns hier oben... Nein, können wir uns nicht. Dann müssen wir die Leiter mitnehmen, alles klar. Ich dachte, vielleicht ist da oben noch irgendwas. So, zum Platzieren, und das wird auch ziemlich sicher da sein, wo nämlich oben das Geländer kaputt ist. Na, ganz ruhig, das ist doch nur eine Aluleiter. So, drücke zum Platzieren. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal da hoch. Und schauen mal, wie es da weitergeht. Schon wieder 12 Minuten Aufnahme. Das ist so krass, wie schnell die Aufnahme rumgeht. Kommst du hoch, Kleine? Yep. So, der Fahrstuhl scheint im Arsch. Also, ist logisch, dass der im Arsch ist, aber können wir auch nicht rein. So. Vorsichtig. Ja, man hört irgendwie irgendwelche Schreie, ne? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich gleich aus dem Fenster raus. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, hier kommen wir auch nicht rein, hier auch nicht. Gut, dann müssen wir aus dem Fenster. Und schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh! Runter, runter! Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen. Ist doch Quatsch, hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Ganz genau. Also packen wir es an, ja? Ja. Okay. Scheiße. Okay, es hat geklappt, glaube ich. Noch. Uiuiui. Das war knapp, ja. Das war sogar sehr knapp. Ehrlich gesagt wundert mich es auch, dass es geklappt hat. Hart, vor allem. Aber es hat geklappt. So, was haben wir hier? Leider nix. Scheint mir alles leer zu sein. Okay. Hier können wir weitergehen. Da hinten steht noch wer. Da sind zwei. Oh, und da ist auch einer. In welche Richtung geht der? Nach da. Okay, dann können wir jetzt hinter ihm her. Ich hoffe mal, da war kein anderer mehr. Yep, schnappen dir. Sehr schön. Gut. Da hinten sind jetzt aber auch noch zwei. Ich dachte, es wären insgesamt nur drei, aber da habe ich mir wohl was Falsches gedacht. Noch ein Backstein, ist ja scheißegal. Hier noch irgendwas. Den Lumpen können wir wieder nicht nehmen. Ja, sollten wir... Na, ich glaube, jetzt können wir langsam nichts mehr machen, ne? Haben wir alles mit Lumpen hergestellt? Oder können wir noch so ein Ding machen? Nee. Schnell! Oh! Ist ja gut, Kleine. Wieso denn schnell? So. Gehen wir mal in dem Modus ein bisschen rum. Die bleiben aber, glaube ich, da hinten stehen, hä?
Da gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Und Riegel. So, wo sind die jetzt? Die müssen doch jetzt eigentlich da um die Ecke sein. Ja, da hinten ist einer. Das war's. Da, aber der ist über uns, oder? Ich glaube, hier geht's auch gleich nochmal hoch. So kommt mir jedenfalls vor. Hier durch diese... Oh. Oh, Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Na, komm. Yep, sehr schön. Okay, den haben wir auch. Alles klar. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das der war, der sich angehört, als ob er über uns gewesen wäre. Ich denke aber mal, das war der. Ah, da ist der nächste schon wieder. Der stellt sich jetzt dahin. Okay. Nochmal ein bisschen lauschen hier. Hinter uns ist nix. Gut, dann soll der sich jetzt mal da... Oh. Okay, er geht jetzt da hinten lang. Yeah. Ist aber ein bisschen schneller drauf, der Kerl hier. So, auch den. Ja, komm. Schnell, erwürgen. Messer müssen wir dafür nicht aufwenden. So, und der hat hier noch eine schöne Eisenstange liegen, aber wir haben ja diesen Schlagstock mit den Nägeln. Deswegen lassen wir das wahrscheinlich mal lieber. Aber das war's jetzt, oder? Ich meine, jetzt haben wir auch schon so viele umgelegt hier. Jetzt weiß ich nur nicht, ehrlich gesagt, wo wir lang müssen. Weil hier irgendwie alles so relativ gleich aussieht. Naja, ich gucke erst nochmal hier. Aber hier waren wir schon überall. Vielleicht müssen wir dann einfach mal hier raus. Ja. Flasche. Da liegt noch ein Basie rum. Aber sind wir nicht... Nee, da sind wir nicht rein. Okay, so geht's aber wieder ins Haus rein. Aber vielleicht... Ah, genau. Hier können wir hoch. Über eine andere Etage. Und ich glaube, das könnte nämlich dann sein, dass jetzt hier... Irgendwo der andere noch ist, den wir über uns gesehen hatten. So, noch mehr von den Schräubchen. Und hier drüben Flasche, die ist aber schon voll bei uns. Hier drüben liegt auch noch ein bisschen was rum. Ja, sehr schön. Ja, Lumpen können wir jetzt langsam keine mehr gebrauchen. Leider. Scheint mir hier nichts zu sein. Erstmal. Okay, schnappen wir uns das nochmal. Oh, schrecklich. Oh, lecker. Das ist natürlich nicht so schön anzusehen. So, was haben wir hinten noch? Das können wir nicht mitnehmen. Alles klar, müssen wir ein bisschen weiter gucken hier. Nächste Träumchen. Auch hier ist nichts am Start. Nur ein Backstein. Aber hier geht's raus. Oder? Nee, das ist die... Ach nee, das ist ja hier die Badewanne. Ich dachte, es geht da raus. Aber das ist natürlich kein Fenster. Ist hier noch irgendwer? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht. Müsste es gewesen sein. So, die Tür ist versperrt. Die Tür ist auch versperrt. Ja, ich höre es auch. Ja, ich auch. Okay. Na komm, wir gehen mal hier um die Ecke. Ah ne, scheiße, geht nicht. So, den muss ich mir direkt schnappen, sobald er da ist. Na, komm. Leg ihn um. Oh, scheiße, okay. Ich hätte ihn wahrscheinlich erst um die Ecke kommen lassen müssen. Nächste Waffe. Hat der vielleicht ein bisschen Munition für mich? Die bräuchte ich nämlich echt mal. Weil wir finden irgendwie alles, nur keine Munition, wenn ich ehrlich bin. Oh! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, schön den Kopf weggeballert. So. Dich werde ich jetzt mal wegschießen. Oh, das sind aber viele. Boah, der ist ja mal jetzt zerplatscht, Alter. Oh, das sind echt viele.
Und hier gibt's irgendwie keine Munition. Sehr schön, danke dir, Ellie. Na! So, jetzt aber. Oh, wir haben echt Munitionsmangel. Hey! Ja. Also es dürfen echt nicht mehr viele kommen hier. Ich glaube aber hier ist noch einer auf jeden Fall. Irgendwen hört man da noch stöhnen. Oh, nicht als irgendwelche Pillen. Gib mir mal lieber Munition. Oh, sonst lagen in den Leichen immer Munition drin, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Gehen wir erstmal in die Richtung. Boah, ist alles so groß hier. Ich gehe jetzt einfach mal den Pfeil nach. Der Pfeil zeigt wieder hier lang. Na, Ellie. Ja, und dann wieder da hinten lang. Okay, dann gehen wir da lang. Gut, gehen wir erstmal nach rechts. Ja, können wir hier nochmal hinten rein? Vielleicht gibt es hier nochmal Munition oder so. Komm, bitte. Oh, es gibt immer alles, aber es gibt keine Munition. Das gibt es doch nicht. Ey, wir sind echt ziemlich am Arsch, was Munition betrifft. Noch zwei in der Shotgun. Und ich glaube, das war... Ja, das war es tatsächlich. Krass. Ich habe da eben wen reden hören. Oder ich habe es mir eingebildet. Auf jeden Fall brauchen wir Munition. Definitiv. Mist. Oh. Wir hatten jetzt das Mist eben gesagt. Oh, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Sorry, ich sehe es gerade. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier gleich durch. Ich bin hier oben. Kommt der hoch? Oh, anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Na, komm. Ah, können wir nicht. Wir müssen ihn erst töten anscheinend. Heilige Scheiße! Ah, komm! Danke, danke. Gott, Gott. Ah, endlich mal Munition. Zwei Schüsse. Na? Ich glaube, der hat das nicht vor... Der hat es nicht aufgehoben, oder? Doch, da, hier. Ah, danke. So, jetzt hier... Ach, geht wieder nicht. Ich hab's gleich! Komm! Sehr schön. Und wieder neue Munition. Was, hast du es jetzt oder nicht? Den habe ich richtig erwischt. Ja. Ich glaube, ich kann das... Sehr schön. Und... Okay, alles klar. Molotow. Alter, er wollte einen Molotow auf uns schmeißen, oder was? Ja, können wir das jetzt aufmachen? Jetzt. Komm, push dich. Ja, Jung. So will ich dich sehen. Noch weiter? Altes Tier, du. So, rein da. Und ich würde mal sagen, dieser Fahrstuhl ist eine schöne Stelle, um eine Pause zu machen. Weil ich weiß nicht, wenn wir jetzt da hochgehen, vielleicht kommt da noch eine Videosequenz oder sonst was. Das passt da vielleicht nicht mehr so ganz rein. Deswegen machen wir jetzt hier eine kleine Pause. Und ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Oh, Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.